Thank you.
Ahoj. Tak dnešní zápas byl pro nás těžký. Já si myslím, že před tím utkáním to bylo nerozhodně a Němci zkrátka vyhráli tím, že jsou zkušenější. Ta taktika tam byla daná, my jsme bojovali, bohužel nestačilo to k tomu, aby jsme zkrátka postoupili. Je to pro nás zkušenost, my tady sbíráme zkušenosti, budeme je sbírat i určitě na letní skupině a ten cíl je probojovat se co nejdál, nechceme dát play out, takže ten turnaj, myslím si, že ten zápas posílí celý ten tým. Einfach was sprechen. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir das geschafft haben. Wir waren eigentlich schon großer Hoffnung, dass wir es schaffen. Wir haben schon gewusst, dass es ganz eine enge Kiste wird. Aber unsere Hoffnung war, dass die Routine der Mannschaft gegen eine hervorragende tschechische junge Mannschaft dann doch gewonnen hat. Was war denn deiner Meinung nach der Ausschlag? Rein faktisch war es natürlich das Mitteldrittel mit den zwei Strafzeiten in den Toren. Ja, die Strafen waren natürlich von Haus aus dumm, sonst hätten wir die Probleme nicht so bekommen. Aber ich denke, dass die Torhüter-Situation für uns sehr stark war mit der Harald, das haben wir auch gehofft. Und wir haben dann immer ein paar blöde Fouls gemacht und die Tschechen dann auch, aber Überzahl haben wir zwei tolle Tore gemacht und das freut uns. Ist das die Hoffnung aufgegangen, dass die Kraft am Schluss für euch spricht? Uns war klar, dass wir immer mit vier Reihen spielen, wir haben keine bessere Reihe, sind alle vier gleich. Und wir wissen, dass die Chinesen oder auch Finnland und solche Mannschaften immer nur mit drei spielen. Und hier habe ich schon gehofft, dass denen die Kraft ausgeht im Laufe des Spiels. Und am Schluss waren sie wieder ganz stark, aber die Konzentration lässt halt dann nach. Und da war das Glück auch ein bisschen für uns. Tina Evers, was sagst du grundsätzlich zum Spiel heute? Ja, einfach nur geil. Haben gewonnen, so immer mehr. Du bist eine Spielerin, die schon mehrfach bei Olympia war. Du bist mit die Altgedienteste, obwohl du nicht alt bist. Hast fast 300 Länderspiele. Wie motivierst du dich eigentlich noch? Weil du bist ja doch wie ein junger Hüpfer eigentlich jetzt gerade in der Stimmung. Ja, ich muss mich eigentlich motivieren. Ich liebe Eishockey so sehr, dass ich einfach jeden Tag aufstehe und ich habe immer noch Lust zu spielen und habe Gott sei Dank keine gesundheitlichen Probleme. Von daher, ich muss mich da nicht motivieren. Eishockey ist für mich einfach mein Leben und ja. Glücklicherweise ist das jetzt eine Konjunktivfrage. Was wäre denn passiert, wenn ihr es nicht geschafft hättet? Wäre das Karriereende für dich gewesen? Oh, das hätte ich im Sommer entschieden. Aber so haben wir dich auf jeden Fall noch bis 2014. Ist geplant, momentan schon vielleicht noch länger? Oh, also das entscheide ich eigentlich eher mal spontan. Man muss ja auch schauen, wie der Körper so mitmacht. Aber momentan schaut es noch gut aus und ich fühle mich gut. Es macht mir Spaß. Solange der Trainer mich noch haben will, bin ich noch dabei. Wie lang wird der Abend heute? Ja, mal gucken. Danke. Wir haben jetzt hier die quasi Büchsenöffnerin mit einem goldenen Büchse. Hätte ich beinahe gesagt, auf dem Kopf. Nein, mit einem goldenen Helm. Für was hast du den bekommen? Das ist eine interne Teamsache. Das ist der Hardest Worker Helm. Also jedes Spiel gibt es quasi den Best Player, den ja die Spielerin, die den davor auf hatte, eben weitergibt. Du hast heute die Büchse geöffnet, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs. Ist das ein besonderes Spiel dann für dich? Ein besonderes Spiel? Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, das war das Spiel, worauf es ankam. Alles oder nichts. Und ja, wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben. Jetzt für dich persönlich ein besonderes Glücksgefühl, dass du derjenige warst, der das Spiel quasi für euch geöffnet hat? Ja, also ich freue mich natürlich, dass ich das Tor geschossen habe. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft heute gewonnen haben. Wie lange ist der Abend heute noch und wie lange darfst du den Helm behalten? Keine Ahnung, also der Helm wird am Sonntag wieder weitergereicht, da geht es ja weiter gegen die Kasachen und ja, also der Abend heute, keine Ahnung, also ich denke, dass er nicht mehr so lange werden wird. Vorbildfunktion. Bitte? Vorbildfunktion. Ich meine, das Spiel war abgesehen davon auch ziemlich anstrengend und also ich persönlich bin ziemlich platt und freue mich wahnsinnig auf mein Bettchen. Gut, dann wie auch immer die Feier ausfallen wird, viel Spaß noch, viel Freude, dass er auch gut trotz der Aufgewühltheit einschlafen könnt, damit ihr morgen mit zu müde seid. Und morgen nochmal ein gutes Spiel und danke. Danke.